Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch drei Motorradhelme vorstellen, die wir für euch herausgesucht haben. Wie immer stellen wir euch zuerst unseren Vergleichssieger vor, welcher unserer Meinung nach das beste Modell ist und geben euch anschließend noch die besten Alternativen für den geringsten Preis, sowie das beste Premium-Modell. Hier sollte also für jeden das passende Modell dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle Produkte haben wir für euch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt. Als erstes in unserem Vergleich möchten wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorstellen, hier haben wir uns für den Broken Head Beeproud entschieden. Der Beeproud hat eine sehr kleine Helmschale, das verleiht dir eine noch bessere und sportlichere Optik. Der Helm wird mit einem zusätzlichen schwarzen Visier geliefert, dadurch sieht man noch martialischer aus. Der zentrierte Visierhebel verhindert, dass sich das Visier verzieht, so kann man das Visier leichter öffnen und schließen, gerade wenn es schnell gehen muss, ist da ein Riesenvorteil. Mit den verstellbaren Kinn- und Oberkopfbelüftungen kann man hier die Luftzufuhr steuern, so behält man auch im Sommer einen kühlen Kopf. Mit der Schnellwechselmechanik kann man das Visier schnell und einfach wechseln, der Visierwechsel funktioniert ohne Werkzeug. Den Ratschenverschluss kann man bequem und einfach mit den Handschuhen öffnen und schließen. Mehr Infos über den Broken Head Beeproud findet ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorgestellt haben, möchten wir euch unser günstigstes Modell im Vergleich vorstellen. Hier haben wir uns für den LS2 entschieden. Der LS2 Airflow auf 562 Ronny Silberblau Helm ist ein Motorradhelm mit lasergeschnittener, hypoallergenes und herausnehmbarer Innenausstattung, mit kratzfestem, beschlagfreiem und UV-beständigem Visier. Dieser ist ein perfekter Helm für die City oder für kurze Motorradtouren und das zum besten Preis. Dieses Modell kommt nicht nur mit einem klaren transparenten Visier, sondern besitzt dieser auch ein Visiersystem mit Schnellverschluss. Wie schon erwähnt, besitzt dieser Helm ein atmungsaktives, hypoallergenes, waschbares und herausnehmbares Innenleben. Mehr Infos über den LS2 findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns unseren Preis-Leistungssieger und unser günstigstes Modell im Vergleich angesehen haben, möchten wir euch unser Top-Modell vorstellen. Hier haben wir uns den HJC RPHA rausgesucht. Ein hervorragender Sport-Touring-Helm, der für jede Art von Fahrt entwickelt wurde, vom schnellen Pendelverkehr bis hin zu Abenteuertouren im Gelände. Der RPHA 70 ist außergewöhnlich kompakt und leicht dank der Premium Integrated Matrix, PIM Plus, Schale, die durch Verstärkungsmaterialien mit Carbon- und Carbonglas-Hybridgewebe eine verbesserte Stoßfestigkeit bietet. Das verbesserte Doppelverriegelungsvisiersystem mit Mittelclip ist ideal für Rennbedingungen. In Schnellwechselsystem bietet ein einfaches und sicheres werkzeugloses System zum schnellen Abnehmen Visier vom Helm. Ein fortschrittliches antibakterielles Gewebe bietet einen verbesserten Feuchtigkeitstransport und eine schnell trocknende Funktion. Das Notfallset ist für die sichere und schnellen Rettung in einer Notsituation konzipiert worden. Ein einfaches und sicheres Visierratschensystem ermöglicht einen extrem schnellen, werkzeuglosen Aus- und Einbau für effiziente Abläufe. Mehr Infos über den HJC RPHA findet ihr unter dem dritten Link in der Videobeschreibung. Das war unser kleiner Vergleich der drei Motorradhelme, die wir für euch rausgesucht haben. Wir hoffen, auch für euch ist hier etwas mit dabei. Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert uns, wenn ihr kein weiteres Vergleichsvideo mehr verpassen wollt. Wir bedanken uns für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.